Klettersteige sind etwas Tolles, aber wie die Absicherung dahinter wirklich funktioniert und wieso Klettersteige sowohl extrem gefährlich als auch extrem ungefährlich sein können, darum geht es heute in einer neuen Folge Klettersteig Grundlagenkurs. Die Sommerpause ist schon wieder vorbei und die Klettersteige in den Alpen warten wieder auf neue Besucher. Doch wenn ich neu bei Klettersteigen bin und den Leuten bei Videos, aber auch vor Ort so zusehe, dann ist das mit dem Sichern doch ganz schön verwirrend. Versuchen wir das ein wenig aufzudröseln und fangen mit der Frage an, wie man sich am Klettersteig eigentlich richtig sichert, sodass man wirklich so sicher wie nur irgendwie möglich unterwegs ist. Dafür haben wir erstmal zwei Karabiner an unserem Klettersteigset. Die werden erstmal beide in die Stahlseilführung eingehängt. Geht man nun weiter vorwärts, dann kommt zwangsläufig der Punkt, also der tote Punkt, die nächste Verankerung. Hier hängt man erst den einen Karabiner um und dann den anderen, also einen nach dem anderen. Diese Umhängepunkte sind in der Regel unterschiedlich schnell erreicht. In der Regel versucht man beim Einrichten eines Klettersteigs darauf zu achten, dass das Seil gut gespannt ist und dennoch eine gewisse Zeit ohne Verankerung auskommen kann. Die Folge einer zu weit entfernten Zwischenverankerung im Stahlseil sind zwei Probleme. Zum einen wäre da das Problem, dass bei steileren Abschnitten ein Sturz fatal wäre, da man ja immer bis zur letzten Verankerung stürzt und so eine lange Fallstrecke hätte. Zum anderen aber fängt auch ein Stahlseil irgendwann zwangsläufig an durchzuhängen und somit schlapp zu sein. Ab einem gewissen Spielraum für das Seil kann das aber für Klettersteiggeher auch relativ unangenehm sein, da sie oft einen Ruck nach hinten machen, bevor sie wirklich im Stahlseil drin hängen. Extrem kurze Strecken zwischen den Umhängepunkten sind aber ebenfalls auch keine Schönheit. Es ist langfristig einfach nervig, alle 4-5 Meter umhängen zu müssen, weshalb dann oft zu so einer fatalen Technik gegriffen wird. Dabei werden beide Karabiner zeitgleich umgehängt, was zwar sehr viel Zeit sparen mag und sehr flott wirkt, in Wirklichkeit aber eine tödliche Situation ist. Und das jedes Mal, wenn man das so macht. Denn das Problem beim gleichzeitigen Umhängen ist logisch. Stürzt man in dem Moment, in dem man beide Karabiner des Klettersteigsets gleichzeitig gerade umhängt, also aus dem einen Seilstück entfernt hat, aber noch in dem anderen Seilstück nicht angehakt hat, dann stürzt man jedenfalls bis zum Boden. Denn in diesem Moment ist man vollkommen ungesichert. Vielen ist das aber gar nicht bewusst. Jedes Mal, wenn man das macht, wäre der Sturz kein Sturz ins Klettersteigset. Die Ironie ist aber, dass viele Leute sich durch das Stahlseil sicher genug fühlen, dieses Risiko einzugehen. Dass diese Sicherheit aber jedenfalls ein Irrglaube ist, das möchte ich euch an dieser Stelle mit Nachdruck garantieren. Gerade im Steilen oder in Überhängen ist es äußerst schnell passiert, dass man von einer rutschigen Klammer abrutscht. Oder auf einem speckigen Felsen beispielsweise. Und hier liegt auch der Hund begraben. Viele glauben nicht, dass sie abrutschen, weil sie sich in diesem Moment ja extra gut konzentrieren. Aber diese Logik kommt so nicht hin, da Abrutschen nicht immer eine Frage der reinen Konzentration ist. Außerdem, wenn man abrutschen sollte, dann ist es fast vollkommen ausgeschlossen, dass ihr euch halten könnt. In diesem Schreckmoment müsstet ihr euch nämlich in einer natürlichen Haltung ohne Vorwarnung mit einer einzigen Hand am Seil komplett auffangen können. Euer komplettes Körpergewicht plus natürlich auch die gesamte Ausrüstung an euch. Mit einer Hand an einem dünnen Stahlseil. Das Problem ist, ich kann hier Sicherheitsgedanken beten, so viel ich will. Alle von euch, die einmal damit angefangen haben, gedoppelt umzuhängen, werden das auch weiterhin so tun. Das kann ich sagen, weil ich es weiß. Die Bequemlichkeit ist über lange Strecken letztlich einfach stärker. Aber trotzdem möchte ich hier sagen, dass es irgendwie verrückt ist, dass der Mensch für ein wenig Bequemlichkeit in schweren Steigen alle 10 Meter sein Leben aufgeben würde und jeder damit völlig d'accord ist. Aber das muss nicht so sein und es muss auch nicht so bleiben. Wenn du nämlich den Wunsch hast, auch wieder sicherer unterwegs zu sein und deine eigene Gemütlichkeit gegen echte Sicherheit zu tauschen, dann habe ich hier noch einen Tipp für dich. Das gegengleiche Einhängen der Karabiner. Denn das führt letztlich dazu, dass du beim Klettersteigset umhängen völlig unmöglich beide Karabiner gleichzeitig umhängen kannst. Es zwingt dich quasi dazu, bei der Verankerung nachzudenken, einen nach den anderen umzuhängen und für das Umhängen wirklich den Kopf zu verwenden. Denn der Hauptgrund für das gedoppelte Umhängen ist meist die Kopflosigkeit des Anwenders in der Situation. Man ist einfach zu sehr mit dem Klettersteig und dem sportlichen Aspekt dahinter beschäftigt, der eigenen Anstrengung, sodass der Sicherheitsgedanke eben schnell in den Hintergrund rückt.
Gleichzeitig möchte ich hier mit einem alten Mythos aber auch aufräumen. Vielen Anfängern wurde früher gesagt, dass sie gegengleich umhängen sollen, weil so das Risiko des spontanen, ungewollten Öffnens minimiert werden kann. Das ist Quatsch. Die Logik war, dass bei Steinschlag beispielsweise nicht beide Karabiner zeitgleich aufgehen können. Beziehungsweise das ebenfalls nicht geht, wenn beide Entriegelungen zum Fels schauen. Wenn man da mal länger drüber nachdenkt, dann kommt man eigentlich auch selber drauf, dass das Ganze nicht sehr realistisch ist. In Wirklichkeit wurde das in vielen Kursen und Co. immer als Strohmann-Argument genommen, um die Leute eben dazu zu bewegen, gegengleich einzuhängen und damit nicht gedoppelt umhängen zu können. Zugegeben, eine rühmliche Idee, aber Ehrlichkeit währt letztlich doch am längsten. Wir sind alle erwachsen, hiermit kennen wir nun das Risiko, auch das Risiko des eigenen Handelns und wie ihr es reduzieren könnt. Hört ihr nicht auf mich und die Sicherheit, ist das für mich natürlich auch kein Problem, solange ihr euch bewusst seid, was ihr damit aufs Spiel setzt. Doch schauen wir uns nun einen anderen Sicherheitsaspekt an, nämlich die Rastschlinge. Diese wird per Ankerstich direkt in den Anseilring gehängt. Mittlerweile gibt es auch Klettersteigsets, die eine eigene Schlaufe dafür direkt am Set anbieten. Die Rastschlinge besteht, wie in diesem Video hier rechts oben bereits erwähnt, aus einer Bandschlinge und einem Karabiner. Wenn man sich nun in die Rastschlinge einhängen möchte, muss man gleich mehrere Dinge beachten. Zuerst, der Karabiner wird immer zugeschraubt. Immer. Dann sollte man aber noch beachten, dass die Bandschlinge direkt nach einer Verankerung eingehängt werden sollte. Selbst im flachen Gelände kann es nämlich sein, dass das Stahlseil etwas hängt und man somit herumrutschen würde. Deshalb immer nach einer Verankerung rein und dann reinsetzen. Bitte unbedingt auch beachten, dass ihr das Klettersteigset in der gleichen Verankerung drinnen habt wie die Rastschlinge. Zumindest einen Arm des Klettersteigsets. Kommt es nämlich doch zu einer ruckartigen Bewegung oder einer Unaufmerksamkeit eurerseits und die Bandschlinge reißt, dann stürzt ihr nur auf der gleichen Höhe ins Klettersteigset, womit euch in der Regel aber nichts passieren kann. Doch sind die Lastarme des Klettersteigsets in dem Seilstück zuvor eingehängt, stürzt man eben bis zur Versicherung zuvor, was die klassischen Probleme des Sturzes am Klettersteig mit sich bringen kann. An dieser Stelle auch nochmal ein wichtiges Wort zum Thema Sturz. Der Sturz muss am Klettersteig mit allen Mitteln vermieden werden. Sowohl der Sturz beim Umhängen als auch beim normalen Steigen und Gehen. Das Öffnen des Bandfalldämpfers sorgt für einen irreparablen Schaden am Klettersteigset und einen hoffentlich reparablen Schaden an euch. Beides ist nicht gerade erstrebenswert, aber jedenfalls mit einem Sturz ins Klettersteigset verbunden, sofern beim Sturz die notwendige Energie für einen weiteren Sturz zusammenkommt. Klettersteige sind ein sicherer Sport, solange man nicht stürzt. Das unterscheidet letztlich auch die Klettersteige vom Klettern. Und was normale, umweltschädliche Bergsportbekleidung von der Bergsportbekleidung bei mir im Onlineshop unterscheidet? Richtig, sie ist zu 100% fair und nachhaltig produziert und aus Alpaka-Wolle gefertigt. Boah, was für eine Überleitung. So smooth wie ein kratziger Pullover. Aber wisst ihr, was nicht kratzig ist? Okay, lassen wir das. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben hat mir noch nie geschadet und ein Abo sowieso nicht. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.